Hallihallo, hier ist wieder Tombi und heute schauen wir uns mal das Classic Character Pack in Lego Star Wars die Skywalker Saga an. Und insgesamt haben wir dort 5 Charaktere, einmal Leia Organa, dann haben wir den Luke in Jedi Form, dann haben wir Han Solo, wir haben Lando Calrissian und wir haben Darth Vader. Zusätzlich dazu habe ich als Vorbesteller auch noch den guten alten Ben Kenobi, den alten Obi-Wan, auch in dieser klassischen Form. Den gucken wir uns auch noch zusätzlich an. Der ist allerdings nicht im DLC enthalten, sondern Teil des, digitalen Vorbestellens. So, wir beginnen erstmal mit dem guten Luke in seinem Flieger-Outfit. Und natürlich, man sieht es schon, die haben alle die alten, markanten, gelben Standard-Classic-Gesichter. Also ist alles hier so ein bisschen auf Oldschool gemacht. Hat sein Lichtschwert, ist in diesem Piloten-Outfit. Und ich glaube, dieses Piloten-Outfit gibt es gar nicht sonst, oder? Ah, doch, hier. Luke-Rebellenpilot. Okay, es gibt einen Rebellenpiloten, aber er hat dann kein Lichtschwert. Er hat dann einen Blaster. So, der gute Mann hat, wie schon erwähnt, ein gutes altes Lichtschwert, sein blaues Lichtschwert, was er da noch hat. Und guck mal, die geilen Gesichtsausdrücke an. Und guck mal, wie cool der sein Lichtschwert wegsteckt. Alter, ist es geil oder ist es geil? Cool, auch mit der Macht. Also der hat auf jeden Fall in seinen Angriffskombos viel, was er auch als normaler Jedi kann. Ne? Der kann hier mit der Macht irgendwo, ja, Leute greifen. Wir können es mal bei Leia zeigen. Ja. Hat, glaube ich, die ganz normalen Standardattacken, die man halt, wie gesagt, auch so mit dem normalen Luke hat. Mit dem man halt im Kampf halt irgendwo die Macht noch benutzen kann. Man kann auch so natürlich die Macht benutzen mit ihm. Kann halt alles das, was ein Jedi kann. Aber wie gesagt, wie das Lichtschwert wegsteckt, ist schon richtig awesome. Das sieht so geil aus. Okay, ansonsten, der hat natürlich wieder auch einen Sprungangriff, auch einen Bodenangriff. Oh, da wirft er sein Lichtschwert so auf den Boden. Und kommt mit seinem Gesichtsausdruck, wie gesagt, und mit seinem allgemeinen Aussehen halt, ne, in gelber Form, noch in diesen gelben Lego-Gesichtern und mit seinem ganz normalen, quasi Standard-Lego-Gesicht. Hattet ihr so alte Figuren von Lego? Seid ihr so Leute, die das auch schon so früher gesammelt haben? Ich weiß, dass ich einen Qui-Gon Jinn hatte mit einem gelben Gesicht. Ich glaube, der kommt aus diesem Sumpf-Set. Ich werde es hier mal einblenden. Ich glaube, das hatte ich, weil ich hatte auf jeden Fall einen Step. Ich hatte einen Qui-Gon Jinn mit gelbem Gesicht und ich hatte auch einen Jar Jar Binks. Aber gut, sonst, ne, der Luke hat seine Standardanimation. Hier trinkt er nochmal die blaue Milch. Richtig nice. Mir gefällt es auf jeden Fall, dieses Classic Character Pack. Und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt weiter zum nächsten. Nämlich der guten alten Prinzessin Leia. Mit ihrer guten alten Schneckenfrisur. Sieht auf jeden Fall auch cool aus. Ansonsten, sie hat natürlich auch so einen coolen Oldschool Blaster. Der sieht schon nice aus, ey. Hat sogar leichte Transparenz vorne. Ist schon cool. Gefällt mir eigentlich. Guck mal, was sie so im Nahkampf hat für Moves. Oh ja, die kann sogar den coolen Slide-Move, den ich ja total feiere, den hier. Zweimal Viereck und einmal Kreis drücken, da macht sie den. Finde ich immer richtig, richtig cool. Beim Sprungangriff hat sie ja auch relativ normale Standardsachen, die man so kennt. Die hat man auch schon von ganz vielen anderen Figuren. Was ein bisschen schade ist, guck mal, hier holt sie eine andere Knarre raus. Hätte man eigentlich anpassen können, dass sie dann immer alles mit der Knarre hier macht. Macht sie das bei dem Slide-Move? Ja, beim Slide-Move haben sie es angepasst. Na, guck mal, da hat sie ihren neuen Blaster. Beim Luftangriff hat sie leider so eine quasi Standard-Lego-Pistole. Finde ich ein bisschen schade. Hätte man eigentlich auch machen können, oder? Naja, gut. Alles klar, gehen wir gleich weiter zu dem guten Han Solo. Wie lautet der Plan? Wie lautet der Plan? Oh, der sieht richtig geil aus, ey. Der gefällt mir. Der gefällt mir richtig, richtig gut. So, was hat der gute Mann für einen Blaster? Auch so einen, okay. Kann den natürlich auch wieder aufladen, ne? Als quasi Fähigkeit vom Schurken. Ist jetzt als Schurke natürlich unterwegs. Der sieht schon cool aus. Da kann man nicht meckern. So, ich bin gespannt. Bei ihm auch. So, warte, er hat eine andere, glaube ich, ne? Da. Ja, bei ihm gibt es das auch. Geil, okay. So, hoffen wir mal, bei ihm sind die Luftangriffe. Was hat er da? Oh ja, guck mal, bei ihm haben sie es angepasst. Leute, bei ihm haben sie den Luftangriff richtig angepasst. Der schießt dann mit seinem krassen Oldschool-Blaster. Der gefällt mir eigentlich richtig, richtig gut. Auch mit der... Das ist so cool bei diesen kleinen Details hier im Spiel. Mit dieser kleinen Naht oben, ne? Bei seinen Haaren. So, dann haben... Cool, hat er seinen guten alten Umhang in der Innenseite. Golden, außen blau. Hat sein Standard-Outfit, was man so kennt. Und schlendert ganz gemütlich durch die Gegend. Geil. Oh, warte, jetzt muss ich aber was ausprobieren. Also, ist da irgendwie eine Interaktion möglich? Man kennt es ja in alten Spielen, dass die sich dann knutschen. Aber ich glaube leider nein. Ich glaube, da ist leider keine Interaktion möglich. Das wäre natürlich sick gewesen. Wenn es irgendwie doch geht, ne, gerne reinschreiben. Aber das wäre natürlich richtig cool gewesen, hätte er die abknutschen können. So, der gute Lando hat auch wieder seinen coolen Blaster dabei. Ja, schießt auch recht normal. Man kennt es. Ganz geil. Was hat er für Angriffe?
Oh ja, der kann auch seinen Blaster rausholen, während er im Nahkampf kämpft. Ach, ich liebe das einfach. So, gucken wir mal, haben sie bei ihm die Luftangriffe angepasst? Jawohl, der hat die gleichen wie ein Solo. Sind aber angepasst. Gefällt mir von daher sehr, 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 sehr gut. Und somit kommen wir dann auch schon zu Darth Vader, Leute. Du wirst die Macht der dunklen Seite spüren. Ja, mit seiner Oldschool-Maske, ey. Hat natürlich dann auch sein Lichtschwert mit am Start. Oh, der greift auch recht langsam an, ne? So wie man das so kennt. Die geile Animation, ey. Man kann so ein bisschen auch unter den Helm gucken, ne? Sieht auch so aus, als wäre da drunter noch das verkohlte Gesicht. Gut, gucken wir mal, er kann auch würgen, ne? Ja, er kann auch würgen. Ja, Malaya muss für alles hinhalten. So, wie steckt denn er sein Lichtschwert weg? Okay, recht normal. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes bei ihm. Gut, blocken kann er auch, Lichtschwertwurf kann er auch, natürlich. Die ganzen Standardsachen sind mit dabei. Oh, das haben wir bei Luke gar nicht geguckt, ne? Wie der so wegspringt vielleicht auch nochmal. So, gucken wir bei ihm nochmal ganz kurz. Ja, das sieht sehr modern aus. Lichtschwertwurf gucken wir auch nochmal an. Ja, aber das sind alles relativ normale Standardsachen. Ansonsten, was haben wir bei ihm als Luftangriff? Okay, den hier. Oh, der ist... Oh! Ho, 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 ho. Der ist awesome! Das ist geil. Haben die alle eine Angstanimation? Ja, aber das ist immer die gleiche, okay. Und als letzten haben wir dann noch den guten alten Ben Hallo. Kenobi. Nur keine Angst. Wie gesagt, der wäre eigentlich nicht im Pack drin, ist ein Vorbestellerbonus. Aber ich habe den jetzt mal mit reingepackt, weil der passt ja ganz gut dazu. Und ist ja auch ein klassischer Charakter. Oh, der macht sogar... das ist ja cool. Warte mal. So steckt er sein Lichtschwert weg. Guck mal, wie cool der den Anfang macht. Alter, das ist nice. Warte mal, wie der tritt. Warte, komm mal her, ein Solo. Oh, da zieht er einen. Das ist ja mal nice. Der boxt einen ja nicht nur... Es tut mir leid, so. Es tut mir wirklich leid. Na, guck mal, wie cool der tritt, okay. Der zieht einen mit der Macht in seinen Tritt rein. Das ist ja mal mega nice. Das finde ich cool. Sprung hat er natürlich auch. Das sieht schon... Das sieht auch richtig gut aus. Guck mal, da schubst er einen auch weg. Ne? Das macht er gar keinen Angriff mit dem Lichtschwert, sondern direkt mit der Macht. Der arme Han Solo muss jetzt hier andauernd herhalten. Es tut mir wirklich sehr leid. Ansonsten, Lichtschwertwurf ist natürlich drin. Blocken ist natürlich drin. Ausweichen ist natürlich auch drin. Kennt man alle schon. Aber der ist eigentlich auch richtig, richtig, richtig cool. Ich glaube, dennoch am besten aus diesem ganzen Pack finde ich den guten Luke Skywalker. Einerseits, man kann ihn so gar nicht kriegen sonst mit Pilotenoutfit. Ich glaube es zumindest mit Lichtschwert und Pilotenoutfit. Was echt ein bisschen schade ist. Und andererseits, Alter, diese Animation zum Wegstecken. Das kann ich mir den ganzen Tag angucken. Das ist super. Cool. Schreibt gerne auch mal eure Meinung rein zu dem Character Pack. Und schreibt gerne, wie gesagt, auch mal rein, was denn euer ältestes Lego Star Wars Set so ist, ne? Wo ihr vielleicht auch einen Charakter habt mit noch so diesem typischen Gelbton oder so. Und ja, von daher, das war's mit dem Video. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.